Guten Morgen und hallo an mein Steinbock-Kollektiv. Zeit für euren Wochenausblick. Verlässlichkeit und Ausdauer. Ja, ihr suhlt euch auch gerne im Erfolg. Aber dadurch kommt natürlich so ein bisschen das Gefühl zu kurz. Ja, Steinböcke sind ja generell Arbeitstiere, sehr erfolgsorientiert, das ist auch wichtig. Ja, ergebnisorientiert, Münzkönig, aber ja, das Gefühl kommt zu kurz und die Sehnsüchte, die werden auch nicht so wirklich auf der Gefühlsebene, ja, befriedigt. Jetzt kommt hier ein Flirt ins Spiel. Eine Gelegenheit arbeitstechnisch oder Gelegenheit mit einer Person. Bleibt mir hier auf jeden Fall verwehrt. Aber ich habe hier, weil wir ja das Thema Sehnsüchte hier mit drin liegen haben, und wie gesagt, das Gefühl kommt ein bisschen zu kurz. Vielleicht ist es auch aus der Erfahrung heraus, dass wenn du gerne mal ausgenutzt wirst, gefühlstechnisch oder mal ausgenutzt worden bist, dass du dann natürlich eher in den Stillstand gehst, wenn es um Pläne mit anderen Menschen geht. Also eher so, ja, wir schauen heute mal, aber wir schauen noch nicht, was morgen ist. Und deswegen eher so ein bisschen auf Distanz die Menschen hältst. Jetzt kommt hier eine Verstandesperson mit ins Spiel. Und diese Person sorgt zum einen bei dir für Offenheit, für Großzügigkeit und hat sogar mit dem Ass der Münzen die Chance auf Glück im Gepäck. Das Ding ist natürlich, ob du jetzt in der Situation bist oder ob du die Lage richtig erkennst und dieses Glück auch annehmen möchtest. Ja, oder ob du hier ja ganz wie der Widder so ein bisschen starr bleibst. Auch wenn du sehr für die Gemeinschaft stehst und dich auch gerne um alle anderen kümmerst, um dich herum, ja, vergisst du dich selbst dabei gerne, sehr gerne. Also, hier kommt eine Gelegenheit mit der Chance auf Glück. Und vielleicht ist es an der Zeit, mal über den Horizont zu schauen und ein bisschen tiefer zu gehen. Zumindest was die Gefühle angeht, dass da mal ein bisschen mehr Feuer reinkommt. Schöne neue Woche.